Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir fahren heute auf die Equitana, aber erstmal muss ich noch reiten und da wollte ich euch ein kleines bisschen mitnehmen. Ihr hört schon Conny im Hintergrund mit dem Schäfer und die Pferde sind auch schon gefüttert, allerdings nur Heu für die Pferde, die ich dann jetzt noch früh reite. Boah. Und Kraftfutter gibt es dann danach. Und los geht's. Castor. Jetzt ist hier auch alles scharf gestellt. So, mein Kleiner. Kriegen wir das jetzt mit einer Hand hin? Oh, du hast dich hier schön in die Scheiße gelegt. Super. Ja, sammel da mal noch auf und mach Ordnung. Der Beamer läuft jetzt schon mal. Oh, jetzt hier das Bandchen. Eigentlich mache ich immer das 10-Minuten-Programm vorher. Jetzt habe ich nur schnell das 5 Minuten angemacht. Weil ich auch so einen Zeitdruck habe, aber es ist auch okay. Okay, das geht nicht miteinander. Jetzt beseitigen wir erstmal das hier. So ist er zum Glück sauber, weil ich ihn gestern Abend auch als letzten geritten bin. Jetzt gibt es aber erstmal hier das Gloss Spray Coconut. Das kennt ihr von mir. Das ist das beste Schweifspray, finde ich. Also ich habe es auch von ganz vielen von euch schon gehört, dass ihr da auch super, super, super zufrieden seid. Das ist einfach der Hammer. Und es riecht auch noch gut. Falls ihr euch übrigens fragt, was das hier ist, hier scheuert nichts und drückt nichts. Also ihr seht, gut, Halfter ist sowieso super puschelig, aber das haben wir ja auch gar nicht auf den ganzen Tag. Und auch die Trense sitzt hier überhaupt nicht an der Stelle. Die haben sich über den Zaun geknaubelt. Und deswegen fehlt jetzt hier das Fell. Und es sieht echt nicht schön aus, mein Kleiner. Ja, was soll das? Und jetzt war das Wetter immer ziemlich bescheiden, sodass die Böden auch echt nicht gut waren draußen. Was heißt nicht gut? Es war alles super, super trocken dafür, aber es war halt so schmierig. Und deswegen haben wir jetzt das Zusammenstellen von 9 Pferden, unter anderem eben auch von Castor, erstmal noch ein bisschen verschoben. Das, wenn dann mal kurz die Post abgeht, dass dann nicht so schmierig ist und da dann einmal die Kretsche gemacht wird. Aber jetzt sieht das alles wieder viel besser aus. Deswegen werden wir das jetzt mal angehen. Na, kleiner Schatz? Ich ziehe jetzt schon mal meine Stiefel an. Oh, das ist ganz schön kalt. Und putze hier auch gleich nochmal ein bisschen drüber, glaube ich. Na wohl, so schlimm sieht es gar nicht aus. Ein bisschen mit einem sauberen Tuch reicht dann auch schon. Aber hier innen sieht man dann immer vom Fell von den Pferden sieht das dann immer ganz schön schlimm aus. Aber das passt jetzt so. Aber ich bin so, so, so happy mit den Stiefeln. Die sind irre bequem. Ich habe die, oh Gott, seit wann habe ich sie denn? Jahreswechsel, Anfang des Jahres kamen die, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Oder kamen sie Weihnachten rum? Auf jeden Fall hatte ich nicht einen Moment irgendwo eine Blase oder sonst irgendwas. Also das ist ja jetzt schon mein viertes Paar. Ja, mein viertes Paar von Healthy Horses, von den Stiefeln. Und ich werde mir auch nochmal ein Turnierpaar machen lassen, dass ich da auch nochmal Ersatz habe. Ich liebe es einfach. Ja, ich mache die jetzt mal sauber. Hier ist auch schon alles aufgebaut. Das habe ich gestern Abend schon alles vorbereitet. Die eine Stange, die da noch lehnt, nehme ich gleich mit hoch. Und ich platziere jetzt ganz oldschool den Pivo einmal hier. Den mache ich dann nachher aber erst an, wenn ich dann wirklich anfange, hier ein bisschen die Halle, Quatsch, die Reihe zu springen. Das sind alles 6 Meter hier zwischen den kleinen Sprüngen. Und da kann ich so ein bisschen Gymnastikreihe machen. Wie gesagt, die Stange packe ich jetzt raus und dann kann ich satteln. Da wartet er nun. Und sein neuer Sattel, beziehungsweise mein Springsattel für ihn angepasst, ist jetzt auch wieder da von Stimmen. Der kam mit der Post, habe ich gestern das erste Mal schon drauf gehabt. Und ich bin sehr, 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 sehr happy. Jetzt brauche ich dann nur noch die Trense noch einmal in Schwarz, wie sie Lumpi auch hat, dass dann auch alles zum Sattel passt. Und ich muss einmal das Gebiss ausmessen. Ich glaube aber, das ist ein 12,5er.
weil ich dann auch der Equitana einmal schauen möchte, ob ich das Gebiss, dieses Tornado, was ich jetzt gerade drin habe, als D-Ring-Gebiss bekomme. Dann kann ich das da nämlich gleich mitnehmen. Weil an sich habe ich damit ein gutes Gefühl. Ich reite aber, das hatte ich euch in einem der letzten Vlogs auch erzählt, lieber mit D-Ring, weil da hat man nochmal eine seitliche Begrenzung und man hat einfach eine direktere Einwirkung, ohne dass da dieses bewegliche Zwischenstück da an der Wassertrense eben am Ring ist. Und da wollte ich einmal schauen, obwohl ich auch noch nicht sicher bin. Ich glaube, das Gebiss jetzt ist mir ein kleines bisschen zu dünn. Ich weiß aber nicht, ob es das in dicker gibt. Naja, dafür ist ein solches Messen ja da. Übrigens habe ich natürlich vergessen, die Stange wegzuräumen. Das muss Conny gleich einmal machen, wenn die Pizza da ist. Die bringt gerade die Pferde raus. Ansonsten werdet ihr von der Equitana alles zu sehen bekommen. Ich hoffe, dass in den Hallen, ich denke aber eigentlich, dass in den Hallen keine Musik läuft, weil ich glaube, das ist dann eh schon durch die Menschen laut genug. Und ja, weil sonst kann ich das halt wieder mit dem Ton sehr schwer nur verwenden und das wäre sehr ärgerlich. Aber wir haben ja morgen, also Dienstag, wenn ihr das schaut, einen Dienstag der Equitana, ist jetzt schon wieder der letzte Dienstag der Equitana, ein Meet and Greet. Und dann sind natürlich einige, ich glaube fast alle unsere Partner dort, fast alle. Und da werden wir natürlich bei allen vorbeischauen. Ich glaube, das werden viele Kaffeepäuschen werden. Und einfach so Hallo sagen, ein bisschen Neuheiten angucken, schauen, was man vielleicht in nächster Zeit so umsetzen kann. Ich glaube, das wird sehr cool werden. Und Anne kommt ja auch wieder mit. Wir fahren dann so Vormittag, späten Vormittag los. Wir fahren 4 Stunden ungefähr. Ich habe noch nicht mal ein Hotel gebucht, fällt mir gerade ein. Sollte ich mal noch machen. Let me feel your love again. 'Cause I've been running round in circles, screaming out your name. Take me to a different place. Just the two of us and we can stay up all night. Kissing under streetlights. Doing what we want to. Doing what we need to do. Staying up all night. Everything is alright. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Let me be the someone who can hold your hand. Ich bin sehr zufrieden. Er lässt sich zwar immer sehr leicht ablenken, vor allem wenn Pferde draußen sind. Ich musste dann auch relativ zügig anfangen zu arbeiten, weil dann gab es nur noch Quiete und Losbuckler.
weil er das jetzt ein bisschen unfair fand, dass die anderen gleich raus können und er muss jetzt erstmal hier arbeiten. Aber er war sehr gut und ich glaube, das haben wir, nee, so eine Reihe haben wir auch noch gar nicht gemacht bisher und es hat sich so gut angefühlt, richtig Spaß gemacht und er war so toll bei der Sache in der Aufgabe, auch wenn er dann immer mal so auf der linken Hand so rüber geschielt hat, habt ihr aus den Videos gesehen, war er dann trotzdem bei mir, also ich konnte ihn schnell wieder auf mich konzentrieren, aber genau das, dieses nach links durchstellen ist das, woran wir jetzt noch arbeiten müssen, wo ich jetzt auch eben gucken möchte, ob ich, da lasse ich mich glaube ich auch noch mal von mehreren Stellen beraten, was Gebisse betrifft, wo ich mich so ein bisschen durchprobieren möchte, was da vielleicht auch noch besser uns helfen kann. Wie gesagt, jetzt mit dem Tornado komme ich eigentlich sehr gut klar, aber vielleicht doch ein normales, einfach gebrochenes, weil das kann man ja so und so einschnallen, je nachdem, wo man den etwas längeren Schenkel dann hinschnallt. Naja, mal schauen. Aber das ist eben genau das, woran wir jetzt arbeiten müssen, dass die linken Hilfen besser durchkommen, sowohl eben durch Durchstellen als auch so, wenn es auf der rechten Hand ist, die äußere Begrenzung. Kommt aufs Gleiche hinaus, dass sie mir da immer so auf die Schulter reindrückt. Naja, aber auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden, werde ihn jetzt gleich, wenn ich fertig Schritt geritten bin, in die Box bringen, dann kann er frühstücken und dann kann er raus in die wunderschöne Sonne. So, ungewohntes Bild, glaube ich, für euch, dass ich keine Reitsachen anhabe, sondern ein bisschen schickere Sachen. Ich bin fertig, ich warte jetzt auf Anne, die müsste aber eigentlich auch jeden Moment da sein. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten einpacken und ich muss mir noch eine Handtasche suchen, die passt, weil ich will jetzt nicht die ganze Zeit den Rucksack mitschleppen, brauche ich eigentlich halt nicht. Aber ich muss einmal gucken, welche Handtasche da jetzt am praktischsten ist, dass mir die nicht die ganze Zeit rumbaue, sondern dass ich die einfach irgendwie Crossbody tragen kann oder so. Mal schauen, was ich habe, was ich finde. Und dann geht's gleich los Richtung Essen. Ich freue mich sehr. Ach, und natürlich muss ich auch noch Stiefel mitnehmen. Beziehungsweise, nee, das kann Alex mitbringen. Ich habe meine Reitsachen dabei. Vielleicht noch eine Jacke. Ich nehme noch eine dickere Reitjacke mit. Aber Reithose und so weiter habe ich alles eingepackt. Stiefel brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Das kann Alex mitbringen. Auf der Fahrt nach Essen. Hier sind schon alle Klamotten drin. Und wer ist auch drin? Tada! Der kleine Hund. Aber du darfst nicht mitkommen. I'm so sorry, boy. I'm so sorry. So, Strolch. Excuse me, sir. Ich weiß, das ist jetzt eine harte Aussage, aber du kannst nicht mit. Du kannst nicht mit. Oh, er weint schon. Ich war so. Schatz. Nee, auch wenn du dich da verkrümmelst, geht das nicht. Strolch, komm, du Kleiner, komm. Müssen die wirklich zwei Frauen aus dem Auto raustrecken? Ist das dein Ernst? Man könnte auch denken, wir fahren gerade in Urlaub. Schön mit Sonnenbrille. Hallo, bleibst du mal drin, danke. Wir hatten so einen kleinen Zwischenstopp und der hat uns jetzt gar nicht zurückgeworfen. Das zieht sich hier einfach so über das hin. So, ja. Ist auch immer so tempobeschränkt, wir sind ewig 100 gefahren. Und dann guckst du so dahin. Naja, aber uns drängt ja. Blub. Uns drängt ja nichts. Wir müssen dann nur ein bisschen. Eigentlich müssen wir heute nur bei Novafon vorbeischauen. Ja. Siehst du, die können wir gleich mal fragen, wie lange die da sind. Am Stand sind. Ja. Wir sind die ganze Zeit, oh ja, wir haben keinen Stress, jetzt haben wir es vielleicht doch. Deswegen nee, tschüss. Glaube ich nicht. Momo sagt gerade, draußen sind 17 Grad. Oh, es sind 18. Jetzt sind es 18. Wir hatten doch aber erst letzte Woche, vorletzte Woche Schnee. Profis bei der Arbeit. It's a night to stay.
So, nachdem wir erstmal beim falschen Pressezentrum reinkommen wollten, sind wir jetzt hoffentlich auf dem Weg zum richtigen. Wir wurden schon doof angeguckt. Hey, jetzt alles zu. Aber da stand doch, naja, mal gucken. Ja, echt, sonst hätten wir wirklich ein Problem. So. Unser gesundes Abendessen. Ein Apfel. Und jetzt gucken wir mal hier leer rum. Es wird nämlich gerade alles zugemacht. Es ist schon nach Messeschluss jetzt. Und jetzt beginnt ja gleich die Abendveranstaltung. Anne sammelt ihre Akkreditierung zum dritten Mal auf. Zum zweiten Mal. Okay, zum dreiten. So, jetzt bin ich vielleicht. Ich will, dass das Nummerpool nach vorne ist, aber wie dumm. Ja. So, da, wir haben nämlich so einen kleinen süßen Anhänger hier. Wir müssen jetzt zu Halle 5. Ist hier Halle 5? Wenn das hier Schaurin gewesen, auf dem du dein Parcours hättest aufbauen können? Ja. Wir orientieren uns nämlich schon mal. Ach, guck mal, da ist Mühldorfer. Das passt ja gleich. Da ist Mühldorfer. Und hier dahinter, da ist Speed. Da gucken wir morgen in Ruhe vorbei. Also, wir sehen auf jeden Fall nicht so viel. Ach, guck mal, hier ist auch Löster. Ach, guck mal, das stimmt. Das ist super, also alles beieinander. Ha. Wir haben jetzt in Lichtgeschwindigkeit Flammkuchen gegessen. Wir haben noch überall alles in den Zähnen hängen, glaube ich. Mit Sicherheit. Und jetzt geht's zum Ingrid Klimke-Abend. Mal gucken. Je nach Musik können wir euch was zeigen. Ich öffne. Yeah, yeah. If we never ever got to start. If it never opened up my heart. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. You're about to lose me. Just like that. Just like that. You're about to lose me. Forever's never gone so fast. Ich komme von langem Weg hinter der Buschecke her über Sprung 1 und dann hier über den Tisch, aber dann zwischendurch reiten als Rhythmussprung. Wieder Trab, ist gar nicht schlimm, ist ja. Und lass den Kopf da, wo sie ihn tragen möchte. Das Pferd braucht den Hals als Balancierstange und sie soll in der Haltung galoppieren, in der sie sich wohlfühlt. Jetzt ist Sophie am Sattel und guckt jetzt in der Wendung schon hin. Aha, weiter, genau. Und den Tisch. Okay, da sieht man, sie überspringt sich noch und ist ganz schön beeindruckt. Kommst du? So ist das Tempo gut, nicht weniger. Jetzt galoppier etwas mehr hin zum Tisch. Jetzt kannst du so gut durch, dass du fast so ein bisschen mehr Galopp brauchst. Hand tief und die Hand vor. Sehr gut. Nicht zu früh mit dem Oberkörper nach vorne. Stell dir ruhig vor, wir werden im Gelände. Das war jetzt gut geritten als Sprung, aber ein bisschen aufrechter lang. Okay? Ricky, fang du mal hier mit Nummer 4 an und nimm den Tisch. Der kann ruhig mit einem etwas schweren anfangen. Das ist ja unser Erfahrener. Von Weitem schon hingucken. Der Reiter ist immer verantwortlich für die passende Linie. Guck jetzt schon hin. Die Hand schön vor. Genau. Jetzt wieder gleich im Sitz bleiben in der Wendung. Und dann rechtzeitig zum Tisch. Setzt du dich hin. Und nimmst den locker mit. Sehr gut. Und einmal Trab und loben. Treppe macht einmal kurz Pause. Ich hab, genau. Das ist auch ein Applaus. Danke, was fürs Leben. Aber es ist gut, dass wir das üben, denn es gibt ja eine heilige Vielseitigkeit. Jetzt Greta weiter unterrichte und wir bleiben einfach hier ganz entspannt in der Halle und regen uns ein bisschen ab. Und das machen wir jetzt mal. Gucken. Das wird jetzt nichts im Wege so. Bleibt mal hier schön im Schritt. Guck mal. Also Reti, du machst jetzt mal schön weiter und ich reite jetzt hier Schritt und versuche ihm erstmal so ein bisschen Ruhe reinzukommen, dass er sich hier so ein bisschen, oh, guck mal, entspannt. Das sind ganz viele. Uiuiui. Also Reti, jetzt galoppierst du mal an und galoppierst ein bisschen den leichten Sitz und zeigst mal einmal die Lösungsphase im Galopp. Das ist richtig schön, einen leichten Sitz. Da einmal vorbei, galoppier gleich wieder an. Guck mal. Weiter galoppieren, komm.
Und dann galoppierst du schön im leichten Sitz raus aus dem Sattel, genau. Die ganze Skala der Ausbildung können wir natürlich an diesem Abend nicht machen, weil wir ja auch nicht nur Dressur gucken wollen. Aber mir ist es ganz wichtig, dass wir, trat mal weiter auf den Sattel, Gretti, dass wir da weitermachen, wo wir gerade aufgehört haben, nämlich bei den Grundlagen. Und das sind die Übergänge. Das sind die halben Paraden. Das sind die ganz feinen, für uns unsichtbaren, aber für Debbie auf jeden Fall. Oh, die möchte auch nicht alleine sein, alle Freunde in der Abreiterhalle. Aber wenn sie aufs große Viereck will, dann muss sie hier in der großen Arena das alleine meistern. Geh nochmal auf den Zirkel, parier nochmal bitte durch zum Trab. Wir zeigen nochmal ein paar Trab-Schrittübergänge, wo du im Trab erst mit deinem Gewicht, Schenkel und dann mit den Zügelhilfen immer Gewicht und Schenkel zuerst, die Schritt für Schritt Last aufnehmen nimmt. Die Last aufnimmt, auch mit der Hinterhand. Einmal Schritt für Schritt zurückkommen und wieder raustragen. Genau. Die soll hinten tiefer werden, die Hinterhand richtig schön unter den Schwerpunkt fußen lassen. Wenn wir uns das Abfußen anschauen, sehen wir auch, wie lebendig, wie taktmäßig. Super. Und wieder raustragen. Ist nicht schlimm. Linker Schenkel, das ist ja nur ein Missverständnis, gar nicht schlimm, wenn sie mal denkt, sie müsste galoppieren. Dann machst du es gleich nochmal. Und jetzt noch einmal gleich. Schritt für Schritt zurückkommen, nur einen Schritt tritt, super, und wieder raus. Prima. Und hast du gleich gelobt, das war richtig. Immer wenn das Pferd das richtig macht, sofort brav, einmal am Hals kraulen, dass dieses Abfußen, dieses schöne, lebendige, elastische, dass das immer bleibt. Jetzt ist er fein. Dann eine Feldlänge gerade und wenden und rund. Jetzt habe ich zu doll pariert. Da habe ich etwas, so, jetzt bleibe ich nochmal hier drin, fein. Da kam meine Parade als Vorbereitung zu doll und dadurch hat er einmal diese Stockung gehabt. Jetzt muss ich mich konzentrieren, dass ich etwas feiner pariere. Jetzt mache ich die halbe Pirouette hier nochmal auf der Diagonalen in diese Richtung. So, ja, fleißig, komm, weiter, genau, und wende. Und wieder raus. Prima. Einmal Schritt und loben. Gut gemacht. Fein. Auch starker Trab, oder? Ja, Lisa, jetzt bist du hier ohne Kandare. Da geht sie. Aber du kommst, glaube ich, klar. Ihr kommt klar. Das hoffe ich doch sehr. Also, wir warten jetzt, denke ich, auf Philippa. Mit Philippa und auch mit Ingrid habe ich jetzt schon seit dem Waldesport 2019 das Vergnügen, mit den beiden zu arbeiten. Ja, und nicht nur Ingrid ist offen für solche Sachen, ich nenne es mal solche Sachen, also das Halsregreiten, und auch die Boden- und Freiarbeit, die wir mit ihren Pferden zusammen erarbeiten. Und ich bekomme halt im Gegenzug Dressurunterricht, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Und ja, Philippa, wie gesagt, hat auch den Halsring schon drauf. Wir haben einige Male jetzt schon geübt. Dann fasse ich den Halsring, das macht Philippa hoffentlich direkt schon richtig gleich. Fasse ich den Halsring von unten, schließe meine Hand mit der äußeren Hand, sorry, und drehe den Daumen nach vorne. Ich habe somit außen den Halsring höher als innen und kann auch mit Halsring mehr über Stellung und Biegung arbeiten oder an der Stellung und Biegung. Das erste Ziel, was wir aber immer haben mit dem Halsring, ist, dass wir das Pferd erstmal in die Tiefe reiten. Das heißt, ich möchte nicht auf das Pferd gehen und mit dem Halsring reiten und das Pferd drückt den Kopf hoch und den Rücken weg. Das ist Ingrid auch, ehrlich gesagt, ein Musterbeispiel, weil der Sitz des Reiters ist einfach das, die Sprache zum Pferd. Und je stabiler und ausbalancierter und ruhiger der Sitz ist, je klarer die Sprache. Sehr gut, ist das die Stellung? Prima, klasse. Ja, also auch in diesen schwierigen Lektionen ist es eben immens wichtig, dass der Reiter absolut im eigenen Gleichgewicht ist und bleibt,
sodass er das Pferd eben auch entsprechend unterstützen kann und sogar, wenn es nötig ist, in der Lektion noch mal etwas abfängt, etwas korrigiert. Ich gucke jetzt mit der Schild Performance an. Ein Galoppsprung und ganz gerade weiter. Jetzt stelle ich sie ein, mache sie schön rund und versuche hier schön mit Linksstellung durch die Ecke zu kommen. Prima, Kam. Super. Und das nächste. Zum großen Tanz mit Franz. Ich glaube, wir brauchen ein wenig Stimmung, denn hier kommt er, hier kommt Franziskus! Das war das Zeichen, dass ihr weitermacht mit dem Applaus. Ja! You said you wanna kiss me. I remember thinking, is this really happening? I never thought I'd meet someone so beautiful. I couldn't quite believe it, it was magical. Just kissing under streetlights on our way back home. I said, you can do what you want to with me, yeah. Wie das jetzt abends so aussieht. Unglamourös. Prost. Unglamourös. Anne setzt sich an das Video für Dienstag, was wir vorhin ganz schnell aufgenommen haben, weil wir eine kleine Planänderung letzte Woche hatten mit unseren Videos und dann haben wir auf der Partnerpferd vergessen, mit Jenny ein Video zu drehen. Haben wir gar nicht mehr dran gedacht. Naja, aber wir sind ja die Meister der Improvisation und ich lade jetzt noch Storys hoch. Anne hat 106 Sequenzen von dem Abend gefilmt. Und ich muss jetzt irgendwie 4 da raussuchen, die wir noch posten. Ich glaube, die letzten zum Schluss sind ganz gut. Ja. Ich glaube, zum Schluss, das andere kannst du so ein bisschen skippen. Mal gucken. Aber es sind alle so schön gewesen, ja, die Trainingssequenzen. Ja, das ist echt schwer, sich kurz zu fassen. Ihr habt ja auch hier ein bisschen was gesehen. Das war echt cool. Wir sind wieder auf dem Weg zur Equitana. Und wir haben uns diesmal nicht verfahren. Wir haben uns nicht verfahren. Es ist sonnig, es hat jetzt schon 150 Meter 16 Grad. 16 Grad. Die Straße in Richtung Universität und danach. Und danach soll irgendwie heute 22 Grad oder so sollen werden. Also ja. richtig geil. Aber wir sind halt in der Halle. Davon kriegen wir jetzt nicht so viel mit. Nee. Aber dafür ist dann morgen beim Training auch richtig gutes Wetter. Da schlage ich ungeschminkt auf, da kriege ich nämlich noch ein bisschen Farbe. Super. Aber wir sind den ganzen Tag hier erstmal hier. Ach so, stimmt. Ich fahre dann Mittag erst hier los. Ah, okay. Muss ich mir doch was anderes überlegen.
ist dann als erstes einmal bei Mühldorfer vorbeigeschaut. Und hier gibt es zum Beispiel auch Messerabatte. Wenn ihr das seht, ist das natürlich für euch jetzt leider nicht mehr so relevant. Aber es gibt bestimmt auch die ein oder andere Aktion, die jetzt in den nächsten Wochen kommt. Und das Nuco Pur Prebiotik, das habe ich jetzt gerade auch ganz neu für die Püppi mitbestellt. Und das ist halt nochmal so eine sehr magenunterstützende Sache. Ich zeige euch mal hier kurz das Plakat. Im Gegensatz dazu ist das Revitopur Präbiotik. Hört sich ähnlich an, sieht ähnlich aus, aber ihr seht auch der Farbunterschied, lässt sich da ganz gut erkennen. Mehr für die Darmregulierung zuständig. Also Mucopur ist Magen, Revitopur ist darmregulierend und das ist ja zum Beispiel das, was Lumpi auch bekommt. So, jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Wir sind direkt einmal zu Speed gewandert und ihr seht schon hier, gibt es ein paar Neuheiten. Da will ich aber euch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Das könnt ihr euch alles auf der Website angucken. Und ihr könnt euch hier natürlich über alle Zusatzfuttermittel beraten lassen. Hier gibt es zum Beispiel die drei Mineralfuttertypen. Das Muscle ist ja bei uns auch bei ganz vielen Pferden im Einsatz. Oh, jetzt wird es schon wieder laut im Hintergrund. Ich zeige euch noch mal ein bisschen was hier vom Stand. Aber es wird schwer hier zu sprechen. Es ist eigentlich die längste Schlange auf der ganzen Welt. Lol. Wir haben jetzt mal kurz durchgeatmet. Naja, kurz. Wir bauen hier gerade schon die nächsten krassen Slides. Schön sieht's aus. Guckt euch das mal an, was die Annie hier gezaubert hat. Wow. Wow. Ja. Crazy. Weil der Jesse so lieb war. Ja. Weil der so ein kleiner Liebi war. Und vielleicht wird da was Cooles draus. Vielleicht passiert da was Schönes mit dem Jesse, weil das ein kleiner Liebi war. Es war bisher, also wir dachten eigentlich ein entspannter Tag, aber ein sehr krasser Tag ist draus geworden. Also das Meet and Greet war super schön, dass man halt
euch einfach auch mal wieder gesehen hat nach der langen, langen, langen Zeit, wo man sich nicht sehen durfte. Und das war schon schön. Und alle Gespräche, die so drumherum passiert sind. Ich war vorhin vielleicht ein bisschen out of order, weil da viel Cooles draus entstehen wird. An vielen Stellen entwickelt sich das genau so, wie wir uns das immer erhofft haben und darauf hingearbeitet haben. Naja, vielleicht wird was Cooles da so mit Jessie werden und andere haben uns auf dem Schirm. Das ist furchtbar, ne, wenn man sowas sagt, aber ich bin da sehr abergläubisch und will das nicht jinxen. Nicht jinxen, genau. Ich will nicht sagen, was da gerade am Brodeln ist. Das werdet ihr aber mitbekommen. Und auf jeden Fall bekommen wir auch in 2 Wochen Besuch vom Tio-Team. Die wollten schon da gewesen sein, aber das war dann krankheitsbedingt leider verschoben worden. Auch da werden coole Sachen noch besprochen. Ja. Ja. Es ist einfach verrückt, was aus allem geworden ist. Tag wieder in die andere Richtung. Wir haben hier ganz viele verschiedene Sande am Stand, unter anderem den die Momo auch in der Halle hat, ein Sand-Fließ-Gemisch, damit halt die Stabilität erhöht ist und auch die optimalen Bedingungen zum Springen gegeben sind. Gibt zum Beispiel aber auch Western-Sande zum Sliden, damit die Pferde schön durch den Sand sliden, über den Lehmunterbau. Dann haben wir Stresan A, das ist eigentlich unser Basisprodukt, ein reinen Sand, der ohne Zuschläge funktioniert, braucht aber dann entsprechend Wasser und Pflege. Ist im Außenbereich mit einem Gefälle über die Oberfläche. Und ganz klassisch Paddock-Sand, damit die Pferde auch schön im Trockenen stehen. Sieht man hier, das ist hier ein bisschen körniger und lässt das Wasser von oben nach unten durch. Und für, wenn man gerne was Natürliches möchte, wären zum Beispiel hier auch ein Sandfließ, auch Sandholzgemisch. Hier habt ihr übrigens mal Beispiele von Außenplatz und Halle, wie das Ganze aufgebaut ist, weil da kommen ja auch gerne mal Fragen, was man denn da beim Unterbau alles beachten muss. Da gibt es natürlich viele Varianten mit Bewässerungen, was man dann auch beachten muss, aber kann man sich ja alles schön anschauen. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu spät bei Hippo-Vibe angekommen. Aber hier könnt ihr nochmal in einer ganz großen Variante sehen, wie man zum Beispiel die Aufgaben anlegen kann. Und wie das dann auch aussieht, das ist ja bei mir gar nicht so oft der Fall. Die verschiedenen Farben stehen immer für verschiedene Personen, die das dann ausführen. Also da kann man jedem seine Farbe zuordnen. Also bei mir zum Beispiel Sina oder Conny. Und dann kann ich sagen, derjenige longiert das Pferd oder macht dies und jenes. Und so ist das dann immer sehr, sehr praktisch. Nachdem wir erstmal unser Auto suchen mussten, haben wir es mit Apple Maps wiedergefunden, weil da das geparkte Auto angezeigt wird. Zum Glück ist hier auch Empfang in den Parkhäusern. Und jetzt haben wir einmal unsere schweren Sachen und sperrigen Sachen ins Auto gebracht. Und jetzt geht's zu Stimmen. Die machen nämlich so ein bisschen After Party am Stand. Und das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Ist euch aufgefallen, dass ich kein Ende bisher gedreht habe?
Der gestrige Tag auf der Equitana war auch, ich glaube, da haben wir gar nichts gefilmt. Ich könnte es nicht mal sagen. Also da haben wir einfach nochmal so ein bisschen geschaut, was auch an Ausstellern für Stallausbau und so ein bisschen da war. Beziehungsweise eben Reitanlagenausbau generell. Ich habe so bei Reithallen Spiegelmarkt geguckt, aber da gab es leider nur einen Anbieter, also da konnte ich mich jetzt nicht so viel informieren und Angebote einholen, aber das ist ja auch eine ziemlich kostenintensive Angelegenheit und da wollte ich eigentlich so ein paar Sachen stöbern. Oh, was ist denn jetzt? Ist nicht schlimm. Hansi gruselt sich hier vor den Steinen. Kommen wir jetzt hier vorbei? Ja, einmal angucken. Siehst du. Ja. Und wir genießen jetzt hier das wunderschöne Wetter, das uns gerade hier präsentiert wird. Tatsächlich war es bis vor einer Stunde eigentlich echt nicht schön. Es war richtig grau, es hat ganz schön viel geregnet auch zwischendurch, aber jetzt haben wir strahlenden Frühlingssonnenschein und den genießen wir jetzt mal noch weiter im Gelände. Und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich glaube, es war ganz schön bunt, ganz schön viel Input. Ich muss das auch alles noch mal ein bisschen verarbeiten, was die letzten Tage alles so auf mich eingeprasselt ist. Aber so viel Zeit habe ich nicht, denn ich habe viele Pferde zu Hause zu reiten. Bin jetzt gerade auf Pferd 6 am heutigen Tag. Und jetzt ist zwar an sich Ostern, aber für mich keine Zeit zum Durchatmen, sondern Pferdereiten. Dann nächste Woche geht es schon wieder mehrere Tage aufs Turnier. Ja, werde ich euch natürlich auch mitnehmen. Da werdet ihr viel zu sehen bekommen. Und jetzt verabschiede ich mich. Tschüss!